Der geheime Bund von Lizard J. Smith. Kapitel 1. Beeilt euch, keuchte Caitlin, als sie das obere Ende der Treppe erreicht hatte, und fügte mit ihrer mentalen Stimme hinzu: Macht schon! Macht schon. Aus vier verschiedenen Richtungen kam Bestätigung, die nicht weniger nachdrücklich klang als Kates Appell. Sie spürte sie mit einem Sinn, der nicht zu den fünf natürlichen zählte. Die Telepathie war schon etwas Sonderbares. Manchmal wirkte sie geradezu tröstlich. In diesem Moment war Kate einfach dankbar, Robs Gegenwart zu spüren. Sie war wie ein intensives Leuchten, das sie mit Ruhe und Wärme erfüllte. Kate spürte ihn im Nebenzimmer, wo er ohne Hektik die Schubladen leerte und Jeans und Socken in eine Segeltuchtasche packte. Alle wollten möglichst schnell weg aus dem Institut. So war das eigentlich nicht geplant gewesen, denn immerhin waren die fünf Jugendlichen hergekommen, um an einem einjährigen Forschungsprojekt teilzunehmen. Caitlin hatte vorgehabt, das Cetus-Institut im folgenden Frühjahr mit einem College-Stipendium abzuschließen. Auf einer festlichen Verabschiedung sollte ihr Vater stolz den Highschool-Abschluss seiner Tochter feiern. Stattdessen musste sie sich mitten in der Nacht ins Haus schleichen, ihr Hab und Gut zusammensuchen und verschwinden, ehe Mr. Cetus sie erwischte. Mr. Cetus, der Chef des Instituts, der ein paranormales Einsatzkommando aus ihnen machen und sie an den Meistbietenden verschachern wollte. Im Moment allerdings wünschte ihnen wahrscheinlich nur den Tod, denn sie hätten herausgefunden, was er vorhatte, sich gewehrt und ihn außer Gefecht gesetzt. So unwahrscheinlich das auch klang, wenn man bedachte, über welche geballte Macht Mr. Cetus verfügte. Sie hatten ihn tatsächlich überwältigt und in den geheimen Kellerräumen seines Hauses in San Francisco bewusstlos zurückgelassen. Wenn er aufwachte, war sein Zorn sicher so gewaltig, dass er sie auf der Stelle umbringen würde. »Was nimmst du mit?«, fragte Anna. »Was nimmst du mit?«, fragte Anna, und selbst ihre gewöhnlich ruhige Stimme klang ein klein wenig gehetzt. »Ich weiß nicht. Kleider, warme Kleider, glaube ich. Wir wissen ja nicht, wo wir nachts schlafen müssen.« Kate wiederholte diesen letzten Gedanken auch mental, damit Rob, Luz und Gabriel ihn ebenfalls hören konnten. Warme Kleider einpacken. Kalt und düster wie die Nacht antwortete eine telepathische Stimme. Und Geld. Nehmt alles Geld, was ihr finden könnt. Unser Gabriel denkt einfach nur immer praktisch, murmelte Caitlin, warf ihren Geldbeutel in die Reisetasche und packte Jeans, Pullover und Unterwäsche obendrauf. Sie nahm ihren Glückshunderter aus dem Schmuckkästchen auf der Kommode und stopfte ihn in die Jackentasche. »Was noch?«, fragte sie laut. Ohne nachzudenken, packte sie abwegigste Sachen ein. Eine goldbestickte Kordmütze, die Halskette ihrer Mutter, den Krimi, den sie gerade las. Am Ende stopfte sie noch ihr kleinstes Skizzenbuch und die Kunststoffschachtel mit Ölkreiden und Buntstiften dazu. Ihr Malwerkzeug konnte sie auf keinen Fall zurücklassen. Er hätte sie auf ihre Kleider verzichtet. Caitlins Bilder waren ihr schließlich nicht nur ein Zeitvertreib, sondern bargen eine tiefere Bedeutung in sich. Denn mit ihnen ließ sich die Zukunft vorhersagen und die Vergangenheit erklären. Beeilung, schnell, dachte sie. Anna betrachtete die schwarze Vogelmaske an der Wand. Rabe, das Totem ihrer Familie, war viel zu groß, um ihn mitzunehmen. Anna, ich weiß. Anna fuhr mit den schlanken Fingern über den Schnabel der Rabenmaske und wand sich ab. Sie lächelte Caitlin an, doch ihre dunklen Augen über den hohen Wangenknochen blieben ernst. Gehen wir. Warte, Seife! Kate stürzte ins Bad, schnappte sich die Seife und erhaschte dabei einen kurzen Blick in den Spiegel. Annas Abgeklärtheit ging ihr völlig ab. Ihr langes rotes Haar fiel in wilden Locken über ihren Rücken. Die Wangen waren gerötet und die grünen Augen mit merkwürdigen dunklen Ringen um die Iris blickten ihr herausfordernd entgegen. Sie sah aus wie eine wilde Hexe. »Okay«, sagte Rob, als sich im Flur trafen. »Seid ihr alle fertig?« »Hier sind sie«, dachte Caitlin, »die vier Menschen, die mir näher stehen, als ich sie zuvor für möglich gehalten hätte.« Rob Kessler, der aus Wärme und Licht zu bestehen schien, mit seinen goldblonden Haaren und den bernsteinfarbenen Augen. Gabriel Wolfe, arrogant und gut aussehend. Anna Eva Widerhaven, die noch in den schwierigsten Situationen Gelassenheit und Ruhe verströmte. Louis Shaw, dessen mandelförmige Augen aufgeregt blitzten und er sich deine Baseballmütze falsch herum auf das glatte schwarze Haar gesetzt hatte. Dank Gabriel waren die fünf über ein telepathisches Netz miteinander verbunden,
das sich nun nicht mehr lösen ließ. Keiner von ihnen würde jetzt wieder ganz für sich allein sein können. Es sei denn, sie fanden endlich heraus, wie sie diese Verbindung kappen konnten. »Ich will von unten noch etwas mitnehmen«, sagte Gabriel. »Ich auch«, sagte Rob. »Aber dafür brauche ich deine Hilfe, Louis. Gehen wir? Alles in Ordnung, Kate?« »Nur etwas außer Atem«, sagte Caitlin. Ihr Herz hämmerte und sie war so zittrig, dass sogar ihre Beine bebten. Mit der Höflichkeit des Südstaaten-Gentlemans aus North Carolina nahm ihr Rob die Reisetasche ab. Einen kurzen Moment lang berührten sich ihre Hände, seine starken Finger umfassten ihre. »Es wird alles gut.« Seine Worte waren nur für sie bestimmt. Das Glücksgefühl, das Kate erfasste, tat schon fast weh. Um Himmels Willen, nicht jetzt, dachte sie und ignorierte die Funken, die bei der Berührung sprühten. »Pass nur auf, du! Du Heiler!« neckte sie ihn und ging die Treppe hinunter. Louis konnte sich nicht losreißen. »Mein Computer«, sagte er traurig, »meine Stereoanlage, mein Fernseher!« »Dann nimm den Krempel doch mit«, forderte Gabriel ihn gehässig auf. »Unauffälliger geht's ja wohl gar nicht. Macht schnell«, rief Rob und fügte hinzu. »Louis, kommst du bitte mit?« Kate folgte den beiden. »Was hast du vor?« »Ich nehme die Akten mit«, sagte Rob finster. »Louis, kannst du die Geheimtür öffnen?« »Natürlich«, dachte Caitlin. Mr. Zittes Unterlagen, die in dem Geheimlabor im Keller lagen. Sie enthielten einiges an Informationen, viele rätselhaft, andere eindeutig belastend. »Aber was sollen wir denn damit anfangen? Wem sollten wir sie zeigen?« »Weiß ich nicht«, sagte Rob. »Aber ich will sie trotzdem mitnehmen. Sie beweisen, was er vorhat.« Louis fuhr mit den Fingern sanft über die dunkle Holzvertäfelung an der Wand. Caitlin spürte, was er tat, wie er den Öffnungsmechanismus geistig ortete. »Auf Befehl gar nicht so einfach«, murmelte er. Doch dann klickte es und das Holzpanel schob sich zur Seite. »Macht über die Materie«, sagte Rob grinsend. »Beeilung«, mahnte Kate. Sie wartete nicht, bis er im schwach erleuchteten Keller verschwand, sondern ging ins Labor, wo Anna gerade einen kleinen Drahtkäfig öffnete. »Komm schon«, sagte sie. »Komm raus, Georgie Maus. Raus mit dir, Sally Maus.« Sie öffnete ein Fenster und entließ die Mäuse in die Freiheit. »Du lässt sie frei?« »Nein, ich schicke sie raus. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich ein nettes Feld suchen.« »Wer weiß, was Mr. Zittes mit ihnen anstellen würde«, sagte Anna. »Sogar Josie traue ich mittlerweile alles zu.« Josie Pieper war die Parapsychologin, die das Zittes-Institut leitete und die 5 Probanden ausgesucht hatte. Wie sich herausgestellt hatte, steckte sie mit Mr. Zittes unter einer Decke. Sie alle fühlten sich von Josie betrogen. »Okay, aber mach schnell. Wir haben wirklich keine Zeit«, sagte Kate und lief zurück in die Diele. Louis drehte unruhig seine Baseballmütze hin und her. Durch die Glastür sah sie, dass Gabriel in Josies Zimmer gerade den Geldbeutel durchsuchte. »Gabriel«, rief sie. Sie spürte, wie ihr Entsetzen im telepathischen Netz widerhallte und versuchte, die Wirkung abzuschwächen. Gabriel warf ihr einen spöttischen Blick zu. »Wir brauchen Geld.« »Aber du kannst doch nicht!« »Warum denn nicht?«, konterte er. Seine grauen Augen wirkten jetzt fast schwarz. »Weil es ist nicht...« Caitlins Widerstand schmolz. »Es ist unrecht«, sagte sie schwach. Gabriel wusste mit solchen Kategorien offensichtlich nichts anzufangen. »Josie ist gegen uns«, sagte er kurz. »Wenn sie nicht gewesen wäre, müssten wir nicht mitten in der Nacht hier abhauen. Uns bleibt gar nichts anderes übrig. Das ist dir doch auch klar, oder nicht, Kate?« Es war gefährlich, Gabriel länger in die Augen zu sehen. Caitlin wand sich schweigend ab, drehte sich aber noch einmal um und zischte. »Na gut, aber nimm keine Kreditkarten mit. Die lassen sich zurückverfolgen. Und sag Rob nichts, sonst rastet er aus. Mach schnell!« Erbarmungslos pochte das letzte Wort im Rhythmus ihres Pulsschlages in ihrem Kopf. »Schnell! Schnell! Schnell!« Sie hatte das Gefühl, nein, es war eine Gewissheit, dass jede Sekunde, die sie sich hier aufhielten, zu lange war. Eine Vorahnung. Aber diese Art von Vorahnung hatte sie doch gar nicht. Nur über das Malen und das Zeichnen konnte sich ein Bild von der Zukunft machen. »Schnell! Schnell! Schnell!« »Vertrau auf dein Gefühl«, dachte sie sich plötzlich. »Gabriel«, drängte sie. »Wir müssen jetzt los.«
Und innerlich wartet sie auf die anderen. Los, Rob, Anna. Wir müssen gehen. Jetzt sofort. Es wird etwas passieren. Ich weiß nicht was, aber wir müssen hier raus. Immer mit der Ruhe. Erst als sie Gabriels Hand auf dem Arm spürte, merkte sie, wie aufgewühlt sie war. Mit mir ist alles in Ordnung, aber Gabriel, wir müssen hier weg. Er sah ihr kurz in die Augen und nickte dann. Wenn du das Gefühl hast, dann nichts wie los. In diesem Moment kam Rob mit einem Arm voller Aktenmappen durch die Geheimtür. Anna stand in der Tür zum Labor. Was ist los? Kommt jemand? Fragte Rob. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir uns beeilen müssen. Wir nehmen Josies Auto, sagte Gabriel. Rob zögerte und nickte dann. Kommt schon, wir gehen durch die Hintertür. Er scheuchte Louis und Anna vor sich her. Caitlin folgte ihnen in dem Bewusstsein, dass sie gar nicht schnell genug verschwinden konnten. Wir nehmen das Auto auch nur, um hier wegzukommen, sagte Rob gerade. Da schoss Caitlin einen Schwall Adrenalin durch den Körper. In ihrem Mund hinterließ er einen metallischen Geschmack von Angst. Die Vordertür sprang auf.